Heute, was geht ab, Leute, Junge? Ich bin irgendwo in Giesing. Ich weiß gerade nicht, wie dieser kleine Park hier heißt, Fleck, aber die haben das hier so richtig chillig gemacht. Seht ihr hier? Ohne, dass ich jemals an dieser Arena war, weiß ich, das ist das Stahl-Nashorn X-Ray Arena. Man kann es erkennen. Und hier, Isar Dogs, habe ich mal bei Franklin gesehen. Soll krass sein. Vielleicht die krassesten Hotdogs in ganz München. Habe ich mir gegönnt. Und noch einen Burger, weil ich hungrig war. Richtig hungrig, Mann. Jo, seht ihr mich? Oh mein Gott, ich wollte noch ein paar Sachen filmen von der Location, weil die war echt krass. Aber Kamera überhitzt, Akku war auf 0, von was weiß ich, 90% runter auf 0. Der Hotdog war krass, bisher der beste Hotdog, den ich jemals hatte. Hatte jetzt aber nicht so viele Hotdogs in meinem Leben. Und der Burger war auch gut, aber der war irgendwie komisch. Der hat irgendwie voll nach Shisha geschmeckt. Also er hat so geschmeckt wie, als hätte ich nebenbei eine Shisha geraucht. Das hat mir irgendwie gar nicht getaugt. Also keine Ahnung, was da los war. Ob das irgendwie noch Überreste von gestern Abend waren. Keine Ahnung. Aber der Burger war okay, kann man machen. Location ist cool. Und Hotdog ist echt extrem. So, das ist der Vertrag. Irgendeine Vorlage, die der Kollege aus dem Internet gezogen hat, glaube ich. Ich will ihm nichts unterstellen, weil ich glaube, er hat sich nicht viel Mühe gemacht. Hauptsache, er hat schnell was, damit ich nicht zu verärgert bin. Dann hier alles unterschreiben, dies, das. Und dann den Mädels schicken. Also das ist ja nur für Bild- und Videomaterial, für die Rechte. Und dann halt noch der normale Vertrag für die Leistungen und dies, das. Ich habe mir jetzt das durchgeschaut. Und ich habe jetzt alles angepasst für die Bilder- und Videorechte. Und jetzt checke ich noch das ab für den allgemeinen Vertrag. Und was sehe ich? Der Kollege hat was verplant, vergessen, und zwar, also er hat alle Unterpunkte, das Fotoshoot, die Stories, den Post, was hat er vergessen, was uns wichtig war, das Story Highlight. Alter, keine Ahnung, ich weiß, es kommt nicht so gut an, wenn ich hier negativ über ihn rede, aber Digga, das ist schlampige Arbeit, was soll ich sagen? Es ist halt schlampige Arbeit. Machen wir Abendessen, heute geht nicht viel, sorry Leute. Musste einiges erledigen. Nebenbei ein bisschen Burber schauen. Unsere Lieblingsstreamerin. Und ich gönne mir das Pesto von Koro, Alter. Lange bestellt und noch die Koro-Nudeln. Ihr wisst Bescheid. Rabattcode super saftig, falls das noch funktioniert. Die Kooperation läuft eigentlich nicht mehr, aber wir feiern das Produkt natürlich immer noch. Kuss geht raus an Piran, persönlicher Kollege, Ex-Teammitglied, also von Complexity Card Gaming, wo ich mal am Start war. Nicht von TBT. Und die sind jetzt auch bei DM vertreten. Also die sind jetzt deutschlandweit, glaube ich, am Start. Also krass, echt krass. Ich habe übrigens, bisschen leiser hier, eine komische E-Mail bekommen von Binance. Ja, Binance. Ja, zeige ich euch gleich, ob das legit ist oder nicht. Neue Sorte, yo, was geht, Leute? Wir haben den ersten Tag verpasst von den Daily Vlogs. Also, was heißt verpasst? Der wird mit Verspätung kommen. Der hätte gestern kommen müssen. Und jetzt lade ich den heute Morgen halt hoch. Mittag, eher gesagt. Es ist eine Menge passiert. Man denkt sich, okay, man geht kurz raus. Trifft sich so mit den Jungs, siehst das. Macht die Arbeit dann irgendwann später, wenn man heimkommt. Und ehe man sich versieht, kommt man irgendwie 2-3 Uhr nachts nach Hause. Und dementsprechend kam der Vlog dann nicht mehr, aber gedreht habe ich ihn auch nicht. Also ich drehe ihn ja jetzt gerade. Ich habe ja schon das Thumbnail für den Vlog gemacht. Dementsprechend kann ich jetzt nicht einfach irgendwelche Szenen von den anderen Tagen einblenden. Und das Thema ist, Binance hat mich angeschrieben. Irgendeine Abteilung von Binance. Ich frage mich, also
dieses Synergy-Ding-Zeugs macht mich echt süchtig, Mann. Und man fragt sich halt zuerst immer, okay, wie legit ist das? Was ist das für eine Anfrage? Vor allem natürlich im Bereich Krypto dann erst recht, aber ja, du denkst dir halt, hä, wie kommen die auf einen und ist das legit? Dann checkst du die E-Mail-Adresse, ist die irgendwie komisch? Dann checkst du, wer dich überhaupt anschreibt, also das Unternehmen, weil so viele Fake-Sachen. Was natürlich auch für mich wichtig ist, weil ich ja momentan Nachrichten versende, nicht nur erhalte. Und da denke ich mir auch oft, okay, wie schreibe ich die jetzt am besten an, so dass es halt nicht unseriös wirkt, aber auch nicht zu aufdringlich und dies, das. Habe ich, um ehrlich zu sein, aber auch noch nicht den richtigen Mittelpunkt gefunden. Deswegen bin ich echt froh, dass ich die Mädels da, das waren auch die ersten zwei, die geantwortet haben. Und eigentlich auch die einzigen zwei. Ich habe ja euch von meinen Leiden erzählt, dass so viele nicht antworten oder geantwortet haben. David von Binance, Kooperationsanfrage für dich. Ich bin David und gemeinsam mit Dominik bin ich Teil von Binance, der weltweit größten Handelsplattform für Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Das stimmt, Binance ist krass, benutze ich momentan selber nicht, aber nur weil das, was wir haben und machen, Binance nicht benötigt. Ich habe einen Account und falls ich den brauche, irgendwas mache, dann habe ich den Start klar. Also Binance kann ich auch schon empfehlen, auch wenn ich ihn jetzt nicht in meinen Links habe und persönlich gerade nicht verwende. Wir sind begeistert von deinem YouTube-Content. Ernsthaft. Von dem, was wir jetzt gerade machen. Und würden uns freuen, dich als Partner gewinnen zu können. Vor allem, wir machen ja nicht ausschließlich Krypto. Ich weiß nicht, algorithmustechnisch, ob es da irgendwas gibt, wie die mich finden. Ob es irgendein Tool gibt, das, weil die E-Mail kam, als ich das Video gemacht habe, wo ich kurz erwähnt habe, wie es mein Referral-Programm geht und dass ich mit euch momentan so um die 160 im Monat mache durch die Cake Referrals. Ich weiß nicht, ob es irgend so ein Programm gibt, das alle Videos durchfiltert und dann nach diesem Wort, was ich sage, das filtert und Referral-Programm oder so da rausgesucht hat, weil das ist komischer Zufall, wäre es sonst, dass sie es genau nach dem Video mir schicken. Für jeden Nutzer, der deinen Empfehlungslink benutzt, erhältst du von uns 41% Provision auf die Transaktionsgebühren deiner Nutzer, auf jeden Trade. Das summiert sich schon. Das ist bestimmt für viele interessant, aber ehrlich zu sein, ich bin Anti-Trader. Ihr wisst ja, wir sind auf langfristig investieren, hodeln, nicht viel traden, nicht viel rumbewegen, nicht viel umtauschen, sondern einfach ins LM, ins Staking und da einfach liegen lassen und Cashflow generieren. Damit kannst du dir ein langfristiges, passives Einkommen aufbauen und durch die Einnahmen deinen Supersoftig-Kanal noch weiter ausbauen. Auch deine Community soll profitieren. Du kannst frei entscheiden, ob du einen Teil deiner Provision als Rabatt an deine Community weitergeben möchtest. Damit können deine Fans noch günstiger Bitcoin und andere Kryptowährungen kaufen. Kann schon sein, dass es legit ist. Also Punkt 1 ist natürlich immer interessant, da rauszufiltern, was ist legit, was ist nicht legit. Und zweitens jetzt natürlich, will ich Binance so verlinken? Ja, kann man schon machen, wieso nicht? Ich überlege es mir, ich richte das ein und dann habe ich auch einen Binance-Link. Nutz meinen Binance-Link. Leute, nicht Mann, nutz Cake, Alter. Tradet nicht so viel herum, lieber Langzeit investieren. Ja, auf jeden Fall, das war's von mir und dem heutigen Video. Ich muss alles zusammenschneiden von den zwei Tagen. Ich weiß nicht, was aus den Videos da so wird. Heute ist für euch Freitag, ihr werdet heute zwei Videos sehen. Dieses Video hier jetzt mittags herum und dann heute Abend nochmal der normale Vlog für Freitag vom Donnerstag. Und dann sind wir um 22 Uhr ungefähr live mit den Jungs, wieder Primetime. John Banks ist back, dann haben wir hier eine Luchess-Box, wir haben das Popcorn, wir haben so eine Vernasch-die-Welt-Box, wir haben eine Menge Sachen. Dementsprechend schaut gerne vorbei. Aber das war's von mir. Mal schauen, was ich hier aus diesem Video mache. Wir haben den ersten Tag nicht verpasst. Eine kleine Verspätung von den Daily Vlogs. Das war's von mir, ihr wisst Bescheid. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Binance benutzt, ob ihr davon ein Fan seid. Ist natürlich eigentlich eine Top-Plattform, Nummer 1, glaube ich. Und ja, folgt uns auf Instagram und Twitch. Schaut gerne vorbei heute Abend. Investiert in Bitcoin, über Binance vielleicht. Ne, ich meine, den Link habe ich bis dahin noch nicht eingerichtet. Und ja, Cashflow generieren, das war's von mir, Serious Business und ciao.